Anderes Thema. Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei. Gleiches gilt auch für die Paralympics. Aber in Norderstedt sieht das ganz anders aus. Da startete heute Morgen um 9 Uhr die erste Grundschul-Olympiade. Bis zum Donnerstag messen sich alle Grundschulen der Stadt in 5 verschiedenen Disziplinen auf dem Sportplatz des Norderstedter SV. Heute ging es mit allen zweiten Klassen los. 650 Schülerinnen und Schüler aus 11 von 12 Grundschulen verbreiteten heute Morgen einen Hauch von Olympia auf dem Moorbeek-Sportplatz. Diese Grundschul-Olympiade ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Jugendamt, dem Amt für Schule und Sport, dem Kriminalpräventiven Rat sowie dem Norderstedter SV. Den Kindern soll zum einen der Spaß am Sport näher gebracht werden, zum anderen dient der Sport auch als präventives Mittel, um Gewalt und Süchten vorzubeugen. Die Kinder gerade in den Grundschulen sollen lernen, das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander, dass Mobbing vielleicht, das Thema Mobbing in den Grundschulen mal langsam wegfällt, dass man sich akzeptiert und die Klassengemeinschaft stärkt. Darum geht es, auch nur bei dieser Olympiade. Wenn Sie diese Kinder hier sehen, wie die alle miteinander spielen, ich habe große Hoffnung, dass wir auch viel erreichen mit solchen Events, die auch regelmäßig werden sollen. Wer Sport liebt, wer sich dem Sport verschreibt, der hat halt keine Zeit für andere Dinge, die vielleicht nicht so positiv sind und nicht so positiv sich aufs Leben auswirken. Sport ist zum einen ganz wichtiger Teil und alle Kinder werden auch daran geführt und das finde ich gut. Mit der Durchführung dieser Grundschul-Olympiade hatte die Verwaltung den Norderstedter SV um Tessa Horstmann, die Geschäftsführerin des Vereins, beauftragt. Die hatte mit ihrem Team in den vergangenen Wochen auch reichlich zu tun. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt in verschiedenen kleinen Gruppen und haben dann gesagt, okay, Gewaltprävention, Sport, das passt ja irgendwie immer zusammen. Und dann hatte ich tatsächlich noch so ein altes FSJ-Projekt bei mir in der Schublade liegen, das hieß mal Kita-Olympiade und das Ganze haben wir dann ein bisschen abgewandelt und das ist dabei rausgekommen. Zur Auswahl standen an diesem Vormittag die 5 Sportarten Fußball, Discgolf, Hobbyhorsing, Staffellauf und Weitsprung. Die Spielregeln waren dabei ganz einfach. Jedes Kind aus jeder Klasse hat sich eine Disziplin ausgesucht. In dieser Disziplin tritt es für die Klasse an, sammelt für die Klasse Punkte. Und am Ende gibt es eine große Siegerehrung, wo dann die ersten 3 Klassen geehrt werden. Und jetzt kann ich das schon verraten, die erste Klasse bekommt tatsächlich auch noch einen Wanderpokal. Und das heißt, das Ganze soll nicht nur eine einmalige Sache bleiben. Der Teamgedanke steht hier im Vordergrund. Also das bedeutet ja auch, dass es nicht darum geht, die Leistung einzelner Kinder zu bewerten, sondern die Leistung des Teams. 650 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen waren heute im Moorbeek-Stadion dabei. Morgen geht es weiter mit den dritten Klassen. Am Donnerstag folgen die vierten. Insgesamt werden es dann rund 1850 Kinder gewesen sein, die an dieser Grundschul-Olympiade teilnehmen. Mir gefällt es, dass man hier so dass wir gewonnen haben, auch bei dem Staffellauf. Und halt, das macht einfach Spaß, wenn man hier so lang läuft und sowas macht und anfeuern und sowas. Dass ich Hobbyhorsing gemacht habe. Mir hat gefallen das Weitsprung und da haben wir nämlich 7 Punkte geholt. Ich bin noch nicht dran, aber ich werde dran sein. Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Norderstedt wollte schon immer auch in der Praxis einmal etwas zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler anbieten. Und da sei der Sport ein durchaus probates Mittel. Sport ist Wettkampf und Wettkampf bedeutet, dass ich Sieg und Niederlage lerne. Das ist total wichtig fürs gesamte Leben. Man wird nicht immer Gewinner sein, man muss auch Niederlagen einstecken. Und ich glaube, das lernt man hier auch, dass man sich dann einfach vornimmt fürs nächste Jahr oder für die nächste Olympiade, die wir vielleicht vorhaben, da wollen wir dann die Klasse gewinnen. Auch an den Norderstedter Grundschulen sei das Thema Mobbing weit verbreitet, berichtet Banse. Daher sei die Grundschul-Olympiade eine gute Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen und gegenzusteuern. Wir haben festgestellt, das geht schon in den ersten Klassen los. Vielleicht nicht so nach dem strafrechtlichen Begriff des Mobbings, aber die Beeinflussung des Neides, Zwietracht, wie auch immer, das wird heute härter beurteilt und Kinder sind da auch empfindlicher geworden, dass das mehr zum Thema wird. Das war früher vielleicht nicht so, aber heute ist es leider so. Gewinner beim heutigen Start der Olympiade wurde übrigens die Klasse 2b der Grundschule Gottfried-Keller-Straße. Morgen geht es dann weiter mit den dritten Klassen.